Moin Freunde, heute entführe ich euch in eine lange verlassene Zuckerfabrik und Molkerei, wo doch noch so, naja, ein paar Gebäude stehen und durchaus sehr interessante Dinge noch zu entdecken sind. Ja, das ist das Verwaltungsgebäude. Da kann man nur teilweise rein und jetzt geht's los. Viel Spaß. Tja, das Haus ist wirklich riesig. Schauen wir uns später an. Jetzt geht's erstmal in die Werkstatt. Alles ziemlich verwachsen. Aber da ist richtig alte Technik. Wunderschöne Fenster. Klassiker Waschbecken, Emaille. Ja, und jetzt geht's zu einer Drehbank. Nochmal kurz der Ausblick nach draußen. Ein wunderschönes Fenster. Aber das, also diesen Zerrostungszustand, den habe ich selten gesehen. Naja, toll. So eine verrostete alte Drehbank habe ich noch nie gesehen. Angetrieben wurde sie da oben über Transmission. Auch noch. Gucken, vielleicht finden wir einmal den Antrieb. Das ist ein wirklich erstaunlicher Zustand der Verrostung. Das Ding ist lange nicht mehr bewegt worden. Das Dreibackenfutter mag er spinnen. Und diese Zahnräder haben sich auch schon sehr lange nicht mehr bewegt. Auch hier war lange kein Drehmeißel drin. Oh mein Gott. Irgendwann funktioniert hat. Es muss lang her sein. Wunderschöner Antrieb. Ja, die Riemen fehlen, aber man kann sehen, wie es geht und ja, tolle Riegel. Ja, jetzt geht's in den nächsten Raum. Hier ist nur so ein bisschen Lager. Also nichts Aufregendes. Wir gehen jetzt zum letzten erhaltenen Teil der Verladung. Das Ding ist ja nicht mehr viel da, aber trotzdem sehr interessant. Besonders lustig ist auch, die Treppen hochzusteigen. Gehen wir auch noch hoch. Allein wegen dem Ausblick. Ja, hier ein paar Motoren und Getriebe. Ich habe versucht, die Typenschilder aufzunehmen. Es ist alles sehr alt und quasi nicht mehr erkennbar. Ihr könnt gerne versuchen, noch was zu erkennen und es auch in die Kommentare zu schreiben, so ihr wollt. Auf jeden Fall ist das wundervolle, uralte Technik. Naja, die im Prinzip wahrscheinlich immer noch funktionieren würde. Schauen wir mal weiter. Ja.
noch ein kleines Detailbild. Ein Gummipuffer, der eigentlich keiner mehr ist. Unglaubliche Aufrüstung. Das Förderband. Interessanter Rost. Und eine Treppe, wo irgendwie dummerweise eine Stufe fehlt. Naja. Ich konnte es nicht sein, dass ich bin hochgegangen. Hier der Ausblick. Wie schön. Jetzt geht's in genau dieses Gebäude. Schön. Kein wirklicher Vandalismus. Man kann sich uralte Dinge angucken. Sehr, sehr schön. Was hängt da denn? Mein Gott. Alter Ofen bzw. Küche. Vieles nicht mehr zu sehen. Und diese Lampe, wo das letzte Mal gebrannt hat. Sieht schön aus. Schauen wir mal weiter. Toll, diese doppelten Fenster und der Anblick nach draußen. Zu der Verladestation. Mehr ist nicht mehr übrig. Aber erstaunlich sauber hier. Ja, jetzt geht es in die absolute Überraschung, ne? Was soll man dazu sagen? Da hängen Klamotten. Erstaunliche Einrichtung. Richtig hübsch. Und da auch. Das hatte ich nicht erwartet. Donnerwetter. Tja, da ist noch ein klitzekleiner Fernseher, ne? Alles dabei von früher. Auch hier. Mein Gott, unglaublich. Hier geht alles. Das ist doch fast einladend hier. Planung, was hier passieren sollte. Ja. Schöne Ausblicke auf die Terrasse und unglaubliche Türen und Gläser. Jetzt geht's nach oben. Schauen wir mal. Sind wir ganz oben. Hier liegt ein einsamer Autokühler. Mit Rigips. Sieht aus, als ob hier mal was gemacht wurde. Hier wieder. Wunderschöne alte Türbeschläge. Ein rosa Raum. Sicherungskästen aus der Vorzeit. Der löst sich ab. Aber eigentlich alles noch relativ gut erhalten. Schöne Details wie diese uralte Lampe. Na, Klassiker.
geht's weiter. War mal tolle Musik alles. Schön, dass dieses Bad noch so erhalten ist. Doppelfensterscheiben. Toilette noch in Ordnung. Erfreulich. Naja. Uralte Lampe. Wir sind ganz oben. Und jetzt Blicke ins Obergeschoss. Alles relativ gut erhalten. Schönes Bad. Blick nach draußen. Jetzt geht's wieder runter. Wir müssen uns den Rest noch angucken. Unterdessen sehen wir noch eine interessante Nähmaschine. Einen Lagerraum. Und jetzt geht's in die wirklichen Katakomben des alten Fachwerkhauses. Da hat sich fast keiner reingetraut. Mann, das Ding ist ganz schön runtergekommen. Der gepflegte Blick nach oben kann nicht schaden, damit man, wenn man oben ist, weiß, man besser nicht hintritt. Das Ding hat meine Mutter auch. Sehen, ob sie noch dreht. Na, drehen tut sie noch. Das ist lange her. So ein paar hübsche Sachen stehen hier noch. Ah, und jetzt endlich die Treppe nach oben gefunden. Jetzt schauen wir uns mal um. Ne? Decke interessant. Boden auch interessant. Schön anzusehen. Die Treppe. Oha.
die Gewaltigkeit des Gebäudes. Es ist wirklich nicht alles kaputt. Merkwürdig. Das nenne ich mal einen der größten Scheißhaufen, die ich bisher gesehen habe. Welches Tier das wohl war? Ich habe so eine ausgetretene Treppe gesehen. Hammer. Und überall wachsen die Brombeeren rein. Tja, da kommen wir aber nicht raus. Hier noch so eine kleine Anwandlung Müll. Also, wieder ab nach oben und auf der anderen Seite wieder runter. Da fehlt mir eben das ganze Fenster. Hier kann man die Dimension erahnen. Wie riesig dieses Gebäude ist. Aber auch hier. Ziemlich moderne Unterspannbahn. Merkwürdig. Doch so einige Stellen, wo das Licht durchscheint. So, mit Schwalbennest das Ende des Gebäudes. Ein einziges Schwalbennest und die haben ganze Arbeit geleistet. Na, sowas. Da hat doch einer wirklich die Tür falsch rum eingebaut. So schlimm sieht es doch nicht aus. Außerdem ist doch nur ein kleines Loch. Der Vorhang des Grauens. Und er führt in den Flur des Grauens. Na, da haben wir ja endlich einen Ausgang. Tja, ganz schön groß und extrem baufällig. Ja, es gibt noch ein weiteres Gebäude, aber da ist absolut kein Reinkommen. Das müsste die Verwaltung der Molkerei gewesen sein. Ja, und wenn es zu ist, bleibt es zu. So, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen netten Kommentar, ein Abo, einen Daumen hoch oder vielleicht auch die Glocke freuen. Noch ein bisschen Bildershow und dann
wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.